Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam, ich habe gerade an meinem PC gesessen und da ist eine E-Mail bei mir eingegangen von Sebastian und Sebastian hat geschrieben, ich soll ihn doch ganz dringend und ganz schnell, so schnell wie möglich zurückrufen, da er den Islam annehmen möchte. Und dies werde ich dann jetzt mal versuchen. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, hallo Sebastian. Ja, hallo. Grüß dich. Du hattest mir eine E-Mail geschrieben. Du möchtest den Islam annehmen und deswegen rufe ich dich gerade an. Genau. Und du hast mir gesagt, dass du die Schahade, das Glaubensbekenntnis, schon ganz alleine aussprechen kannst. Dann leg mal los. Ja, alles klar. Eschhedu en la ilaha illallah wa eschhedu enne Muhammadan Rasulallah. Allahu Akbar. Dann möchte ich dich jetzt in der großen Gemeinschaft der Muslime als Bruder begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also ich war ja damals katholisch und mich hat es immer verwundert, dass die Leute halt zu Jesus beten und nicht zu Gott. Und dann habe ich halt angefangen zu suchen, habe viele Sachen gelesen, eure Videos gesehen und mich mit jetzigen Brüdern noch unterhalten. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, hatte ich halt... Ich weiß noch nicht alles, ich weiß noch nicht viel, aber es hat sich halt immer richtig angefühlt und habe mich dann dazu entschieden, das zu machen. Ja. Na, Alhamdulillah. Und gibt es irgendetwas, was du den Menschen dort draußen sagen möchtest? Also vielleicht Menschen, die sich im Grunde genommen schon mit dem Islam beschäftigt haben, vielleicht sogar mit ihrem Herzen schon bestätigt haben, aber irgendwie noch nicht diese Überwindung haben, den Islam letztendlich anzunehmen. Gibt es irgendetwas, was du denen sagen kannst, damit es ihnen leichter fällt? Ja, sie sollen halt nicht zögern. Das ist der richtige Weg und möge Allah sie recht leiten. Amin, Amin, Amin. Sebastian, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Fragen hast, wenn du Probleme hast oder mit irgendetwas nicht klarkommst, dann melde dich bei uns. Auch wenn das beim ersten Mal beim Telefonieren nicht funktioniert und beim zweiten und dritten Mal vielleicht auch nicht, weil wir können nicht immer am Telefon erreichbar sein, dann schickst du uns einfach eine E-Mail mit der Bitte um Rückruf. Ja, alles klar. Ne? Und möge Allah dich festigen, möge Allah dich recht leiten und dir viel Wissen geben und, dass er dich zu einem großen Vorbild in dieser Gemeinschaft werden lässt. Amin. Amin, Amin. Gut, Sebastian, dann wünsche ich dir alles Gute, ne? Ja, dir auch. Ja, assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum.